Nicht etwa wir sind der Grund, warum der Berner Regierungsrat Andreas Rickenbacher nicht mehr in Restaurant Anke zu Bern darf. Nein, der blaue Dunst ist die Schuld. Der Andreas Rickenbacher ist nämlich der, der das Rauchverbot im Kanton Bern hat durchgesetzt. Das hat der Wirt vom Anker so hässig gemacht, dass er kurzerhand dem Andreas Rickenbacher und dem Grossrat Rudi Löffel Hausverbot hat erteilt. Im Anker gemütliches Bierli nehmen oder feine Rösti essen. Mit dem ist definitiv Schluss für den Berner Volkswirtschaftsdirektor Andreas Rickenbacher und für den Grossrat Rudi Löffel. Sie haben Hausverbot, weil sie mitverantwortlich für die strenge Umsetzung des Rauchergesetzes zu Bern sind. Das hat der Geschäftsführer vom Restaurant Anker heute am Telefon gegenüber Telebern gesagt. Vor der Kamera hat er aber keine Stellung nehmen. Ich bedauere es sehr, weil ich komme gerne daher essen, da gibt es feine Rösti. Und ich kann es nicht verstehen, dass man jetzt so überreagieren. Wir haben im Gastgewerbe ein grosses Überangebot, 30% sagt Gastro-Swiss. Wir haben eine Wirtschaftskrise, wo viele Leute vielleicht ein bisschen besser müssen schauen, was sie ausgegangen gehen. Und dann finde ich es doch gerade ein bisschen einfach, wenn man behauptet, Rudi Löffel, die das Gewerbe versauen. Wahrscheinlich eine peinliche Aktion, würde ich sagen. Peinlich, weil man mit Boykott und mit Gesprächsverweigerung nicht Probleme kann lösen kann. Und peinlich auch, weil es auch ziemlich am Volk vorbeigeht. Und wir haben die Abstimmung gesehen, dass 60-70% der Bevölkerung das richtig findet, dass wir die Leute vor einem Passivrauchen schützen. Darum machen sich die beiden Berner Politiker auch überhaupt keine Sorgen darüber, dass sie wegen dem kurz vor der Wahl im März Stimmen verlieren könnten. Ich bin überzeugt davon, dass eine Mehrheit von der Bevölkerung es richtig findet, dass wir die Leute vor einem Passivrauchen schützen. Und von dem her habe ich da nicht Angst. Ich habe dafür Nichtraucherstimmen vermutlich gewonnen. Es gibt gut 70% Leute, die nicht rauchen und extrem froh sind, dass wir jetzt wieder Beizen nicht mehr rauchen. Ich habe sehr viele positive Reaktionen bekommen. Seit dem 1. Juli darf in den Berner Beizen nur neue Fümoir geraucht werden. Laut Bundesgesetz könnten zwar kleine Beizen unter 80 Quadratmeter als reine Raucherlokal zugelassen werden. Im Kanton Bern herrschen aber strengere Regeln. Darum wird das Restaurant Anker das Hausverbot erst aufheben, wenn der Kanton Bern Ausnahmen im Sinn der eidgenössischen Vorlage zulässt. Das könnte aber schwierig werden. Es ist nicht nur für mich keine Option, ich denke, es ist auch nicht im Interesse der Branche, dass es ungleich lange Spiesse gibt. Die Bundeslösung ist keine echte Lösung, die ist löchriger als ein Emmentaler Käse, hat Ausnahmen bis an Wachhaken. Wenn man Ausnahmen macht, gibt es ungleich lange Spiesse, Unzufriedenheit und Ungleichbehandlung, und das ist absolut keine Lösung. Und darum sind die beiden Herren also hier im Anker bis auf Weiteres alles andere als willkommen.